Ja, hallo und herzlich willkommen aus dem Tabletop Basement Home Studio und warum ein weiteres Video. Es kommt jetzt darauf an, welches Video ihr als erstes geschaut habt. Entweder ihr schaut dieses Video als erstes oder ihr habt das Auto-Video gesehen zum Laser Creation World Kooperation. Jetzt werden sich wahrscheinlich viele von euch fragen, die uns schon längere Zeit verfolgen, was war denn das für ein Video heute? Falls ihr es noch nicht geschaut habt, wundert euch nicht. Kein vernünftiges Intro, kein Outro, keine Sprache, kein Gesicht, kein Mensch. Richtig. Und zwar haben wir eine Kooperation mit der Laser Creation World, mit dem Thomas zusammen. Und das war schon vor vielen Monaten mal ein Wunsch von mir. Ich wollte unbedingt mal was mit ihm zusammenbasteln. Dann haben wir uns ja kurz geschlossen, haben darüber gesprochen, haben uns ein Projekt ausgesucht. Und da sind wir auch schon fleißig dabei. Und dann haben wir ihn auch noch besucht und ja, das läuft gerade aktuell, also ich bin gerade fleißig dabei, der Thomas ist schon fast fertig, glaube ich. Ich bin auch schon sehr, sehr weit und das heißt, in den nächsten Wochen wird das komplette Diorama erscheinen. Wer die Laser Creation World noch nicht kennt, schaut unbedingt mal, unten in der Videobeschreibung mache ich euch mal das Interview rein mit dem Thomas. Dort waren wir in der Laser Creation World zu Besuch und quasi ist der Thomas ist auch ein YouTuber, der im Bereich klassischer Modellbau und Dioramenbau unterwegs ist. Und ja, das wollte ich unbedingt mal ausprobieren und deswegen dieses Video dazu, damit ihr euch nicht wundert, warum das alles ein bisschen anders ausschaut. Also zum einen war es mir natürlich wichtig, dass die Videos sehr, sehr ähnlich aufgebaut sind. Das heißt, wenn ihr Thomas seine Videos kennt, die haben keine Sprache, die sind nicht vertont. Sie haben, dort wird mit kleinen, fetzigen Untertiteln gearbeitet, in Deutsch und in Englisch. Es ist ein bisschen Musik untergelegt und dann wird dort das ganze Bauvorhaben dort mitgefilmt. Die Bemalung wird mitgefilmt, die Begrünung und so weiter. Die Art und Weise, wie Thomas das macht, finde ich ganz gut. Und zwar postet er immer erst ein Fahrzeug, passend zu seinem nächsten Diorama. Und dann postet er das Fahrzeug und die Leute können so ein bisschen schon mal raten, so okay, um was geht es, was hat er für ein Fahrzeug gepostet, in welche Richtung geht das. Das ist immer ganz spannend, aber er verrät nicht, welches Diorama er als nächstes baut. Und genauso ist es bei uns auch. Wir haben bis zum heutigen Tag nicht ein Wort über dieses Diorama verloren. Und das, was wir jetzt gemacht haben, Thomas hat ein Fahrzeug natürlich hochgeladen und ich habe heute mein Fahrzeug hochgeladen. Das ist halt quasi dieses schöne Auto hier. Ja, leider kein Defender. Ich habe einen richtigen Defender gesucht, habe aber keinen gefunden. Nun ja, also dementsprechend habe ich mein Video natürlich auch angepasst, habe kein Gesicht von mir da, ich habe keine Nachvertonung gemacht und nicht, also alles Persönliche, was ihr sonst von unseren Videos kennt, ist tatsächlich diesmal raus. Finde ich auch ein bisschen schade, weil ich mag eigentlich dieses Persönliche, aber ich habe gedacht, nein, ich passe mich dem Thomas dort an und mache es komplett so ähnlich, wie er es halt auch gemacht hat oder tut. Von daher wird auch das Diorama-Video genauso sein. Auch dort werde ich dann aber ein entsprechendes Q&A-Video hochladen, wo ich ein paar Worte darüber verliere, wie ich mit dem Bau zurechtgekommen bin und so weiter und so fort. Und genauso machen wir das jetzt hier auch kurz zu diesem Auto. Was ich jetzt bereits schon festgestellt habe, und das ist auch gut so, dass ich das festgestellt habe, ich werde niemals ein klassischer Modellbauer oder Dioramenbauer werden. Da werden teilweise Sachen verwendet, die ich als Gamer quasi, kriege ich das nicht in den Kopf, warum man das tut. Das ist aber gar nicht schlimm, aber ich habe nur für mich jetzt schon herausgefunden, okay, ich habe Bock auf Dioramenbau, aber nicht auf klassischen Dioramenbau, wie man das im Maßstab 1:35 macht. Das ist schon was anderes. Ich bin halt einfach Spieler, Gamer und ich möchte das auch weiterhin bleiben und möchte das aber wiederum in Dioramen projizieren. Das heißt, bei mir wird es dann weiterhin in den nächsten Monaten klassische Tabletop-Dioramen geben. Und mal gucken, ob ich den Thomas dazu überreden kann, ob wir nicht auch mal was in dem Maßstab machen können. Für mich war 1:35 was ganz, ganz Neues. Ja, es ist schon größer wie klassisch 28 mm und natürlich viel, viel größer wie 15 mm. Im Fahrzeugbereich hat mir das jetzt noch nicht so schwer gefallen und auch im Miniaturenbereich war das jetzt nicht allzu schwer. Aber ich habe natürlich schon meine Tabletop-Techniken verwendet. Und nicht die typischen Modellbauer- oder Dioramenbauer-Technik. Da unterscheiden wir uns auf jeden Fall. Aber ich finde trotzdem, der klassische Modellbau kann viel von den Tabletop-Spielern lernen. Und die Tabletop-Spieler können super viel von den klassischen Modellbau- und Dioramenbauer lernen. Von daher finde ich es sehr, sehr gut, dass man da so ein bisschen, dass man da zusammenwächst. Das schon seit einigen Jahren eigentlich, wie ich es so mitbekomme.
Und das ist eigentlich auch sehr, sehr gut. Ja, das war es jetzt eigentlich auch schon kurz zu diesem Video. Ich wollte euch eigentlich nur mitteilen, warum, wieso, weshalb. Also die Erklärung ist ganz einfach. Ich wollte mich einfach der Laser Creation World anpassen. Das heißt, es gibt nicht wirklich persönliche Eindrücke, sondern es ist einfach das reine Bauvorhaben, die reine Bemalung, das Verwittern und dann das fertige Modell. Genauso wird es halt auch bei dem Diorama-Video laufen. Das wird dann allerdings ein bisschen länger sein, weil das ist wirklich sehr, sehr aufwendig gewesen. Ich baue schon seit einigen Tagen daran und bei dem Fahrzeug war es dann doch relativ schnell und ich glaube, wir haben jetzt um die 12, 13 Minuten Video. Von daher wird das Diorama an sich, das wird locker 30 bis 40 Minuten, wird das locker in Anspruch nehmen. So, jetzt wünsche ich euch aber ein schönes Wochenende. Viel Spaß mit dem Video. Haut gerne mal in die Kommentare, wie ihr das so findet. Und schreibt gerne mal in die Kommentare, ob ihr weiterhin Bock auf so Tabletop-Dioramen habt. Also ich habe ganz, ganz viele Ideen im Kopf, schon eine Liste gemacht mit Ideen, die ich machen möchte. Aktuell arbeite ich auch in einem Stalingrad-Diorama. Habt ihr ja vielleicht schon im Vlog gesehen. Und das ist ein anderes Niveau, also schon lower, würde ich sagen, weil man einfach nicht so krass ins Detail geht. Aber finde ich, als Spieler macht mir das noch mehr Spaß, weil ich einfach viel mehr Bezug dazu habe. Und von daher schreibt es gerne mal in die Kommentare. Und falls ihr Ideen habt, was für Dioramen ich mir bauen soll, mir schweben tatsächlich auch ein paar 40k-Dioramen im Kopf. Schreibt es gerne mal in die Kommentare, schreibt mal rein, was ihr gerne sehen wollt. Und ja, nicht so große Dinger schön, auch so, weiß ich, maximal 30x30 Modulen. Oder vielleicht noch ein bisschen kleiner, damit sie in meine Vitrine passen. Und das würde mich auf jeden Fall interessieren. So, jetzt aber genug Gequatsch. Dafür gibt es in einem anderen Video überhaupt kein Gequatsche. Von daher habt ihr mal die Ruhe und genießt die Ruhe. Und wir sehen uns dann ja, nächste Woche Mittwoch bei T-Basics. Bei einem neuen Vlog wahrscheinlich. Und dann natürlich nächste Woche Samstag zu einer neuen Folge TBTV. Aber jetzt erstmal viel Spaß mit der jetzigen Folge. So, bis dahin. Tschüss, ne?